Heute zeige ich euch selbst im März Merchandise zu Weihnachten im Disneyland Paris. Ja, ihr Lieben, der Weihnachtsshop im Disneyland Paris, der ist hier ja die ganze Zeit. Und hier gibt es Ornamente ohne Ende. Also hier haben wir zum Beispiel Spider-Man für 20 Euro. Wir haben hier Iron Man für 25 Euro. Dann haben wir hier Spider-Man in seinem Glas. Der kostet auch 20 Euro. Und jetzt geht's weiter zu den Prinzessinnen. Dann gibt es hier für 15 Euro diese schönen Prinzessinnen-Anhänger. Und auch für 15 Euro, die finde ich super süß. Diese Prinzessin-Baby-Anhänger hier von Tiana, von Cinderella, hier von Ariel, Aurora, nochmal Ariel, Tiana hatten wir gerade schon und hier ist Belle. Ebenfalls für 15 Euro gibt es hier auch dieses Anna-Ornament. Kommen wir zu Marvel, hier gibt es für 15 Euro diesen Avengers-Anhänger, ebenfalls für 15 Euro gibt es hier Groot. Und Captain Marvel mit Flirken, auch für 25 Euro, Entschuldigung, die kosten alle 25 Euro. Für 35 Euro gibt es hier den schönen Marvel-Nikolaus-Stiefel und für 28 Euro den Groot. Für 12 Euro haben wir hier das neue Paris-Ornament mit Stitch und Mickey und Minnie drauf. Und wenn ihr genau hinseht, seht ihr auch das Disneyland-Hotel im Hintergrund. So, zu den Plüschtieren. Hier gibt es für 30 Euro Minnie. Normalerweise gab es auch immer Mickey, die gibt es leider nicht mehr, oder den gibt es nicht mehr. Dann gibt es hier die Munchlings, einmal den Schoko-Munchling hier für 40 Euro und diesen hier auch für 40 Euro. Dann haben wir hier oben die Ohren für 25, die sind jetzt nicht super weihnachtlich, dafür aber die hier und die leuchten ja sogar, die haben Batterien drin. Und die kosten 40 Euro. Sind auch von Loungefly. Und wie gesagt, leuchten. Ich glaube, irgendwo haben die den Schalter. Und dann leuchtet das. So, für 20 Euro haben wir hier den kleinen Fotohalter von Stitch, den man an einen Weihnachtsbaum machen kann. Und für 30 Euro gibt es hier den Strumpf mit Mickey dran. So sieht der aus. Für 18 Euro haben wir hier Alice am Weihnachtsbaum. Und Chip und Chap am Weihnachtsbaum, ebenfalls für 18 Euro. Dann haben wir hier, sowohl für Jungs als auch für Mädels, kostet 12 Euro, so einen kleinen Babystrumpf. Ah, das ist auch der für Jungs. Gucken wir mal, ob wir den für Mädels auch finden. Ja, unten ist er mit Minimaus dran. Dann gibt es hier für 10 Euro diesen Bambi-Anhänger. Und in Silber und Gold gibt es diese Lichterkette, die kostet 25 Euro. Ja, hier gibt es für 40 Euro noch mehr Munchlings, einmal den blauen und hier noch den weißen. Ja, dann gibt es hier diese, ich würde sagen, beklebten Ornamente für 15 Euro. Hier haben wir die in silberblau, hier gibt es die in grün mit Gold, rot mit Gold. Genau, das sind alle davon. Dann gibt es hier von Chip und Chap, glaube ich, für 8 Euro. Und auf der anderen Seite sind Mickey und Minnie, eine Schneekugel. Dann gibt es hier drüben die Kollektion, die ist ja letztes Jahr zu Weihnachten rausgekommen. Die ist auch super süß. Hier gibt es diese Tasse für 17 Euro mit The Most Magical Time of the Year. Passend dazu gibt es für 20 Euro diese schöne Schale. Für 6 Euro das schöne Glas hier. Ich denke, das kann man auch gut als Teelichtglas nehmen. Und für 50 Euro diesen schönen Schalenstern. Ja, hier gibt es für 25 Euro dann dieses 1000-Teile-Puzzle. Und für 150 Euro den schönen Zug hier auf Schienen. Der fährt dann um euren Weihnachtsbaum oder
um euren Tisch oder was auch immer herum. Ja, für 15 Euro gibt es diese Partner-Anhänger hier mit Mickey und Minnie, Chip und Chap und Stitch und Angel. Und für 50 Euro diesen Filzkranz. Ja, aus der Kollektion gibt es hier für 30 Euro diese wirklich große Schale. Also ihr könnt mal hier sehen, im Vergleich zu meiner Hand. Auch für 30 Euro diese Tartform. Und dann gibt es noch diese Tea Towels hier. Da ist Bambi drauf, Daisy, Donald, Mickey, Minnie. Hier haben wir Simba. Das kostet 20 Euro. Ja, das hier wollten ja im letzten Jahr schon echt sehr viele von euch haben, dieses Weihnachtsglas. Das kostet 8 Euro. Dann gibt es diese, ja, ich würde sagen, Teetasse, Teekanne hier. Die kostet... Oh, da steht kein Preis dran. Warte, wir gucken mal weiter. Ah, da. Die kostet 22 Euro. Und dann gibt es hier für 15 Euro dieses kleine Säckchen. Ja, für 25 Euro gibt es hier die Tasse mit diesem, ja, Aufsteller, Untersetzer, wie auch immer man es nennen möchte. Finde ich auch sehr süß. Für 35 Euro gibt es hier eine Gingerbread Candle. Ich weiß gar nicht, ob man die... Ah, kann man auch aufmachen. Und für... €60 gibt es diese wunderschöne Decke. Ja, hier haben wir einen weiteren Kranz für 40 Euro. Den finde ich richtig schön. Er ist nicht beleuchtet, aber man kann sich ja leicht eine Lichterkette reinmachen. Also den finde ich wirklich richtig schön. Ja, für 30 Euro gibt es hier Stern. Wie ihr seht, der leuchtet wunderschön. Kann man hier oben an- und ausmachen. Mal gucken, ob es mit einer Hand geht. Yep. Jetzt ist er aus. Dann gibt es hier für 18 Euro dieses Stitch-Ornament, für 25 Euro Lilo und Stitch, für 15 Euro Stitch und den Frosch, für 18 Euro Lilo und Stitch in der Rakete, für 12 Euro gibt es hier Stitch als Hula-Hoop-Tänzer, dann haben wir die alle schon gehabt, den haben wir auch schon gehabt hier für 30 Euro. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Hier haben wir noch einen Stiefel. Der Stiefel kostet 28 Euro. Dann gibt es diese zwei echt tollen Ornamente hier aus der Sketchbook Collection. Das ist Baloo und Mowgli. Ich weiß nicht, ob man es hört. Hier kommt, probier's mal mit Gemütlichkeit. Und für 25 Euro Peter Pan verkleidet als Captain Hook. Passend zum 70. Geburtstag von Peter Pan, würde ich sagen. So, und dann haben wir hier als letztes haben wir Mowgli und seinen Elefantenfreund. Hier haben wir, ich glaube, hier gibt es nur Simba, ne? Hier gibt es nicht Nala, ne? Wobei es manchmal so aussieht, als würden die sich so umschlingen. Mowgli kostet 15 Euro, Simba kostet 12 Euro, finde ich auch sehr hübsch. Dann haben wir hier die Rose. 20 Euro. Für 20 Euro, die kann doch bestimmt was. Guck mal unten runter. Ja, nimm mal hier rechts die, der ist... Ja, guck mal. Dann leuchtet die, das ist sehr schön. Lass einfach an. Das geht bestimmt automatisch aus. Genau, dann haben wir hier die drei die Ghosts. Leuchten auch für... Oh, auch sehr schön. 25 Euro. Und dann haben wir hier noch dieses Piratenornament. Das leuchtet nicht. Das kostet auch 25 Euro. Finde ich aber auch sehr hübsch. So, das war mal ein kurzer Einblick hier in den Weihnachtsshop unterm Schloss. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann bitte wie immer ein... Egal, wir machen weiter jetzt. Kann passieren. Kann kaputt gehen. Okay, auch wenn der Knall euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und wie immer bitte Daumen hoch.